Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Keller.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, meine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Kali Ganja an. Dieser hat über die beste Bong geschrieben, welche er mit 5 Sterne bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Guten Abend Leute, nette Homepage. Habe im Facebook eure Landingpage gefunden und dass man hier über alles schreiben kann, was einen so begeistert hat. Egal ob negativ oder positiv. Nun ja, mein Name ist Kali, beziehungsweise werde ich immer so genannt. Ich bin 43 Jahre alt und konsumiere diese Wunderkräuter seit gut 20 Jahren. Bitte was? Ja, ich besitze einen Attest, welches es mir gestattet, legal in Deutschland Cannabis, Hanf, Ganja, Weed, Gras, Marihuana, nennt es wie ihr wollt, zu konsumieren. Ich besitze leider Gottes das Tourette-Syndrom. Genau in diesem Moment bin ich sogar bis unter den Schirm zugedröhnt. Aber es ist auch gut so. Schaut mal, ich kann schreiben. Dies gestaltet sich normalerweise sehr schwierig. Meine Hände zittern nicht. Mein Körper und mein Verstand haben sich daran schon vor Jahren gewöhnt und dank dieses Wundermittels kann ich klar denken. Es fühlt sich an wie ein mit Wolken bedeckter Himmel, durch den Lichtstrahlen kommen. Wie dem auch sei. Auch auf die Gefahr hin, dass dieser Bericht nicht online gestellt wird, da es sich um ein Gerät handelt, welches der Cannabisvernichtung dient, will ich der Welt jetzt mal etwas Gutes tun. Ich habe eine sagenhafte Entdeckung gemacht. Ich habe früher immer in Acrylbons meinen Stimmungsaufheller geraucht. Ich kam damit zurecht. Lang ist's her. Von Joints war ich noch nie der Freund, da diese mehr für dieselbe Wirkung verbraucht haben. Leute, ich will doch nur meine Ruhe. Es ist wie ein Niesen. Ich kann es nicht steuern und beleidige daraufhin selbst meine Mutter, wenn sie im Krankenhaus verweilt. Es ist zum Kotzen. Mein bester Freund hatte sich damals zu dieser Zeit eine Glasbong für 160 Euro gekauft. Ich war von dieser Wasserpfeife begeistert, aber sie war schlichtweg zu teuer. Ich sagte nur zu ihm, dass ich mir auch so ein Schmuckstück gönnen möchte. Nur zu einem geringeren Preis. Dies hat lange angedauert. Zwischendurch hatte ich ein Vermögen investiert, um die Creme de la Creme zu finden. Ich habe sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Und dann habe ich sie gefunden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist der Wahnsinn. Es handelt sich bei der besagten, meiner Meinung nach besten Bong um eine Wasserpfeife der Firma Black Leaf. Black Leaf ist ein hervorragender Lieferant zu günstigen Preisen. Ich habe lange gesucht und letztendlich auch das gefunden, wonach ich gesucht habe. Liebe Grasfreunde, das Teil ist so fette. Das meine ich ernst. Diese Wasserpfeife besitzt eine ordentliche Glasstärke. Mir ist die Pfeife aufgrund meiner zitternden Hände schon ein paar Mal heruntergefallen. Ungefähr aus einem halben Meter auf meine Küchenfliese. Seitdem besitzt sie einen ordentlichen Sprung im Glas. Aber sie ist bisher nicht gebrochen. Das ist Qualität. Der Versand ging super schnell. Innerhalb von 3 Tagen habe ich dieses Gerät erhalten. Ich habe noch nie so viel Polster in einem Paket gesehen. Man hätte Bomben darauf regnen lassen können und sie wäre immer noch unversehrt gewesen. Seitdem bin ich komplett auf Black Leaf umgestiegen. Ich hatte schon verschiedene Hersteller durchprobiert. Joker, Weedstar, welches übrigens vorher mein Favorit war, und nun habe ich die perfekte für mich gefunden. Daraufhin holte ich mir noch einen Grinder, einen Vorkühler, verschiedene Siebe zum Einhängen und Flyer von diesem Händler. Überhaupt keine Fehlkäufe für einen sehr geringen Preis. Ganz klar 5 Sterne. Falls dieser Bericht online gehen sollte, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Ich hoffe, dass euch der Bericht gefällt. Er hat mich 3,5 Stunden Zeit gekostet. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.